What's up, Luke Spike TV? All the three. Yeah, buddy. Cheers. Ja, hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem Video, wo ich nicht am Radl bin, sondern in meinem Büro. Naja, ist kein Büro eigentlich, aber in meinem Wintergarten sitz quasi. Und in dem Video geht's um zwei Dinge, mehr oder weniger. Schauen wir mal. Schaut's denn besser aus, ha? So. Schaut was besser aus, okay. In dem Video geht's um zwei Dinge, und zwar um ein 10-Jahres- oder um das 10-Jahres-Jubiläum von Lemur Bikes und auch vom Gewinnspiel, was es dabei gibt. Und es geht um Polarlichter, den man über Graz gesehen hat. Und ich habe mir gedacht, wie könnte ich das irgendwie verknüpfen zu einem Video? Ich konnte es nicht gescheit verknüpfen. Dann habe ich gedacht, ich könnte irgendwie einen Livestream machen. Hoppala. Aber ich bin viel zu dumm, um das zu bedienen und einen wirklichen Livestream machen zu können. Darum werde ich jetzt einfach kurz erzählen, was es zu erzählen gibt, und ein, zwei kurze Videos schauen wir uns an, und das war's dann schon wieder für heute. Also, Lemur Bikes wird 10 Jahre alt. Die Zeit vergeht so schnell. Ich bin jetzt auch schon einige Jahre dabei als Mitarbeiter und als Freund der Firma und wie auch immer man das sagen möchte. Und ich muss euch das leider auch kurz ablesen vom Handy, weil ich es noch nicht auswendig weiß. Aber es gibt auf jeden Fall ein ziemlich cooles Rahmenprogramm in der Jubiläumswoche. Und zwar gibt es am Mittwoch, den 22. Mai, den großen Mountainbike Day. Da ist dabei Lines Magazin, die Bike School Backhaul, die Loseriders Graz, Radlager, und es gibt ab 17 Uhr geführte Ausfahrten. Und ich glaube, da wird es verschiedenste Schwierigkeitsgrade geben, da wird man sich zusammenreden können, und ich hoffe, dass da viele Leute mitkommen. Ich bin da leider bei meinem anderen Job, bei der Caritas, ich kann da nicht teilnehmen. Tut mir voll leid, hätte eigentlich Bock. Wir hätten zum Beispiel in den Lechwald fahren können, ein paar Jumps springen, aber das müssen wir andermal machen. Ich kann es leider nicht. Also das ist der Mountainbike Day am 22. Mai. Und am Freitag, den 24. Mai, gibt es dann einen Gravel Day mit den Gravel Grinders Graz. Das ist ein relativ klasser Verein, glaube ich. Keine Ahnung, war noch nie dabei. Die machen regelmäßig Ausfahrten und ja, gibt eine große Gravel Community in Graz. Ist jetzt nicht so mein Jam, sage ich mal, aber finde ich cool. Soll jeder machen. Schaut auf jeden Fall beim Gravel Day vorbei. Ist sicher auch lustig, weil das ist Radlfahren, und Radlfahren ist geil, wie wir wissen. Und dann die große 10-Jahres-Feier findet statt am Samstag, den 25.05. Bei der wird es Bike Games geben. Ich will nicht so viel verraten, aber ich weiß ein bisschen was, was ihr nicht wisst, und ich glaube, es wird sehr lustig. Ja, Essen, Trinken natürlich wird vor Ort sein, ein DJ-Set. Wow. Sage nur, Party. Und es gibt auch im Rahmen dieser Lemur 10 Jahre Feierlichkeiten gibt es die Möglichkeit, zwar richtig, richtig coole Bikes zu gewinnen. Und zwar kann man online quasi, wenn man auf die Lemur Instagram Seiten geht und dort seinen Freund markiert, kann man ein Fuji Declaration gewinnen, also ein richtig cooles Single-Speed-Bike für die Stadt. Kann man als Fixie fahren, kann man als Single-Speed fahren. Ich will jetzt übrigens Alkoholkonsum nicht gutheißen, aber ich trinke jetzt ein kleines Bier während dem Rennen in diesem Nicht-Livestream. Prost! Ah, genau, ein Fuji Declaration kann man gewinnen. Und der Hauptpreis, sage ich mal, ist ein Marine San Quentin Enduro Hardtail oder Trail Hardtail. Und das kann man nur vor Ort am 25. gewinnen. Also es ist ganz wichtig, macht es online mit beim Declaration Gewinnspiel. Aber kommt wirklich auch zum Shop und macht es beim Gewinnspiel fürs Mountainbike mit, weil das ist ein richtig cooles Radl. Ich habe letzte Woche übrigens ein kleines Video gemacht, wie man am besten zum Lemur kommt, zum Shop.
Wenn ihr das nicht wisst, schaut euch das Video an. Ich werde es jetzt noch einmal einblenden. Wie finde ich zu Lemur Bike? Von der Annenstraße in die Elisabethinergasse und nach 500 Metern ist schon die Hausnummer 22. Und hier einfach in den Innenhof. Willkommen bei Lemur. Das war es eigentlich mit dem Radfahrteil von dem Video. Und jetzt geht's ein ziemlich arger Cut. Und nämlich möchte ich noch kurz über Polarlichter reden. Normalerweise gibt's Polarlichter nur in den nördlichen Breiten. Man kennt's aus Island, man kennt's aus Norwegen und so weiter, Kanada. Aber die Sonne macht einen elfjährigen, also alles, was ich jetzt sage, vergesst es eigentlich, weil ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe das auch nur kurz mal gelesen. Aber die Sonne hat einen elfjährigen Zyklus, wo die Aktivität auf der Sonne zunimmt und nach den 11 Jahren sich die Sonnenpole drehen und die Aktivität wieder abnimmt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und je nachdem, wie viel Stürme auf der Sonne sind und wie die Sonnenaktivität ist und wie viel Ausbrüche sind, werden Teilchen zur Erde geschleudert. Und wenn genug geomagnetische Teilchen, hast du das, glaube ich, bei der Erde ankommen, sieht man eben diese Polarlichter. Und das ist in Österreich so gut wie unmöglich. Aber am letzten Wochenende waren eben die Sonnenaktivitäten so stark und die Sonnenstürme so intensiv und die Ausbrüche auf der Sonne, dass es eben wirklich möglich war, in Graz, in Österreich, Polarlichter zu sehen. Und es war ein anstrengendes Wochenende für mich, weil ich war jede Nacht draußen und habe das beobachtet und dann in der Winterfrüh aber arbeiten müssen, am Wochenende auch bei meinem zweiten Job. Und ich sage euch, es war es auf jeden Fall wert, weil in der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich mir diesen Lebenstraum quasi erfüllt und habe Polarlichter gesehen. Und das werden wir uns jetzt auch kurz gemeinsam anschauen. Es war richtig, richtig schön. Ich war da oben beim Einstieg vom Süßkartoffeltrail und ja, habe mir das einfach angeschaut. Und in der nächsten Nacht war ich dann beim Lineck oben, am Lineck, wie auch immer. Und dort war leider aber dann ganz wenig bis eigentlich gar nichts mehr zu sehen. Und gestern nach der Fight war noch gar nichts mehr, aber ich muss sagen, es war ein richtig geiles Erlebnis und das Video mag ich euch auf jeden Fall nicht vorenthalten. So, das waren jetzt 10 Minuten fast mit meinem 10 Minuten Update Video, was eigentlich ein cooler Livestream hätte werden können, aber dadurch, dass ich das nicht schaffe, kein Livestream war. Ich hoffe, ihr habt ein paar Infos gekriegt, die euch irgendwas bringen. Macht zum Gewinnspiel mit, schaut bei Lemur Bikes vorbei und ladet euch das App Polarlichter herunter. Die Sonne hat noch ein paar Monate starke Aktivitäten. Vielleicht sieht man nochmal welche. Jo, das war jetzt ein sehr weirder Mix aus Informationen zu Radfahren und also in meinem Fall schlechtes Wissen über die Wissenschaften. Aber nächstes Mal sehen wir uns wahrscheinlich wieder am Trail oder im Lechwald. Und ich freue mich drauf. Danke fürs Anschauen. Danke auch für über 1700 Subscriber. Das ist wirklich viel. Das ist uns sehr viel leid. Und ja, bis zum nächsten Mal.